Ja, willkommen zu einer neuen Lektion Musikunterricht mit Herrn Müller. Heute wollen wir uns mit Musikgeschichte beschäftigen. Und zwar mit Komponisten, deren Kompositionen und der Zuordnung zu bestimmten Epochen, in denen sie gelebt haben und gewirkt haben. Außerdem sollt ihr zu jedem Stück auch noch eine kleine Analyse schreiben, das heißt den Höreindruck. Wie findet ihr das Stück? Ist es in Dur, ist es in Moll, hat es einen fröhlichen Charakter, ist es traurig und so weiter und so fort. Das eben war zum Beispiel ein Stück von Robert Schumann, geboren 1810 bis 1856, und das war Der fröhliche Landmann. Wenn man sich das Lied dann so anhört, könnte man ja, spürt man das ja schon. Also es ist ein lebhaftes Stück in Dur geschrieben, es ist fröhlich, beschwingt. All diese Adjektive und diese Beschreibungen kann man zusammenfassen und das sollt ihr auch nach jedem Lied tun. Das heißt, in dieser Lektion lernen wir die Komponisten, die Jahreszahlen der Komponisten, die Epoche und wollen etwas zu diesem Lied schreiben. Ja, dann lasst uns einfach starten. Es geht los. Wir starten mit einem Komponisten, den ihr alle kennt. Jeder hat den Namen schon einmal gehört. Es gibt jede Menge Filme darüber. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 geboren in Salzburg und 1791 in Wien gestorben. Eines seiner Spätwerke ist die Sonata Fasil. Die ist nur 3 Jahre vor seinem Tod entstanden. Sonate in C-Dur. So, jetzt geht's los. Seid ihr dran? Also den Komponisten aufschreiben, zu welcher Epoche ihr das zurechnet. Ich wiederhole nochmal die Jahreszahlen. Mozart 1756 bis 1791. Schreibt auf, was ihr bei dem Lied empfindet. Fröhlich, traurig, beschwingt, langsam, melancholisch. Wer will auch die Tonart? Wie ist die Melodiefolge? Ja, das war unser erster Komponist und es geht weiter. Ja, auch den nächsten Komponisten kennt jeder. Im Alter war er taub. Ja, Ludwig van Beethoven natürlich. 1770 in Bonn geboren, 1827 in Wien gestorben. Er war ein deutscher Komponist und Pianist. Und es gibt so ein Stück, da gibt es ganz viele Mythen drum und Rätsel. Das ist das Stück Fürlise. Fürlise dürfte wohl neben dem Flohwalzer und der kleinen Nachtmusik die meistgeklimperte Melodie auf dem Klavier überhaupt auf der Welt sein. Doch so einfach wie die Komposition ist, desto schwierig ist die Geschichte. Bis heute schreiben die Wissenschaftler darüber, für wen Beethoven wohl für Elise geschrieben hat. Wird wahrscheinlich auch nie vollständig gelöst werden. Das macht aber auch nichts. Es ist dennoch eine wunderschöne Melodie. Thank you.
melodisch mitschreiben. Was habt ihr bei der Melodie empfunden? Moll, Dur, traurig, verträumt. Ja, bitte zu jedem Lied 4, 5, auch gerne mehr Sätze aufschreiben. Noch einmal die Lebensdaten von Beethoven, 1770 bis 1827. Und schon geht's weiter mit dem nächsten Komponisten. Johannes Brahms. Er hat gerne Walzer komponiert und gespielt, und berühmt sind auch 16 seiner Walzer, Opus 39, die er für Klavier zu vier Händen geschrieben hat. Brahms lebte 1833 bis 1897. 1833 bis 1897. Ich spiele euch einen Walzer in Ass Dur. Johannes Brahms, 1833 bis 1897. Und schon geht es weiter mit dem nächsten Komponisten und der nächsten Epoche. Ja, und weiter geht es mit dem nächsten Komponisten. Ich bin sicher, jeder kennt seine berühmteste Melodie. Deutsche Hymne. Johann Joseph Haydn komponierte die Hymne 1797 als Kaiserhymne, so wird sie genannt, ein Geburtstagsgeschenk für den damaligen Kaiser. Haydn lebte von 1732 bis 1809 und wurde in Österreich geboren. So, ich werde euch ein Stück von Haydn spielen, Arietta con Variazioni. In A-Dur. Noch einige Variationen, aber wir wollen das Video nicht zu lange in die Länge ziehen. Also in A-Dur war dieses Stück Joseph Haydn. Was empfindet ihr bei dem Lied? Ist es fröhlich, traurig, beschwingt, vielleicht rhythmische Besonderheiten und so weiter? Und weiter geht es mit dem nächsten Komponisten. Der nächste Komponist ist vor allem für seine polyphonen Vokalwerke bekannt. Nun kann ich alleine natürlich nicht 4, 5, 8-stimmig singen. Deswegen werde ich ein Klavierstück von ihm spielen. Die Rede ist von Giovanni Pierluigi da Palestrina, geboren 1525 in Palestrina und gestorben 1594 in Rom. 1525 bis 1594. Ja, das Klavierstück von ihm steht in D-Dur.
Ja, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ich versuche bei der Auswahl der Stücke ein bisschen vielfältig zu sein, aber auch vor allem Stücke zu nehmen, die ihr schon einmal gehört habt oder die irgendjemand vielleicht sogar schon auf dem Klavier gespielt hat. Das sind also alles ganz bekannte Klavierstücke, die ihr bestimmt schon mal von irgendeinem Pianisten gehört habt. Das nächste Stück nennt sich Wilder Reiter. Ja, das ist von Robert Schumann, 1810 in Zwickau geboren und 1856 in Ro Bonn, in 1856 in Bonn gestorben, also 1810 bis 1856. Er hat ein Album für die Jugend geschrieben, Opus 68. Da sind 43 Klavierstücke drin. Das ist ein Zyklus von vielen Stücken. Und ich werde euch heute den Wilden Reiter vorspielen. Der steht in A-Moll. Denkt dran, schreibt da immer ein bisschen was zu dem Lied. Was empfindet ihr? Ist es langsam? Ist es langweilig? Traurig? Also der Wilde Reiter. Lassen wir ihn runterfallen. Der Wilde Reiter von Robert Schumann. Immer schön mitschreiben und es geht weiter mit dem nächsten Komponisten. Ja, wir machen weiter mit meinem Lieblingskomponisten überhaupt. Alleine von ihm könnte ich einen Haufen Videos drehen. Aber wir hören uns heute nur mal ein Stück an. Gemeint ist ja, bei vielen macht es schon Klick. Johann Sebastian Bach. Geboren gar nicht weit weg hier von uns von Fulda in Eisenach. 1685 in Eisenach geboren, 1750 in Leipzig gestorben. Ja, der größte Komponist aller Zeiten, so wird er oft genannt. Und ein Musiker, der Maurice Kagel, sagte einmal einen tollen Satz: Mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben, aber an Bach glauben sie alle. Und es ist heute noch so, ein Takt von Johann Sebastian Bach reicht heute für eine ganze Komposition in den Charts aus. Ich habe für euch heute eine Invention ausgewählt, ein relativ einfaches Stückchen mit zwei Stimmen, Invention Nummer 4. Von Johann Sebastian Bach. Das war die Invention. Er hat natürlich auch noch viele, viele andere Stücke gemacht. Weiter und so fort. Schreibt auf, was ihr empfindet. Gerade bei Bach finde ich es sehr interessant, was empfindet man bei dieser Musik. Gar nicht immer so leicht. Und schreibt immer die Epoche dazu. Und schon geht es weiter mit dem nächsten Komponisten. Der nächste Komponist kommt aus dem hohen Norden, aus Norwegen. Die Rede ist von Edvard Grieg. Edvard Grieg wurde 1843 in Bergen in Norwegen geboren, 1843, und ist im September 1907 auch in Norwegen gestorben. 1843 bis 1907. Er war ein Pianist und Komponist. Und hat sich viel, viel mit der Volksmusik oben in Norwegen beschäftigt, war auch sehr geprägt von der Volksmusik in Norwegen, hat auch viel dafür komponiert und er wurde auch bekannt vor allem durch seine Peer Gynt-Suiten. Ich spiele jetzt ein Stück, der Titel
lässt eigentlich schon eine tolle Interpretation zu. Hochzeitstag auf Trolltauben. Da hat man ja gleich schon viele Ideen im Kopf. Das Lied steht in D-Dur. Ja, Hochzeitstag auf Trolltauben in D-Dur. Edvard Grieg war das. Und wir machen weiter. Der nächste Komponist ist wohl nicht ganz so bekannt hier bei uns in Deutschland, aber in England galt er als bedeutendster Vertreter seiner Epoche. Ich spreche von Henry Purcell, Purcell geschrieben, 1659 bis 1695. Er wurde in London geboren und durfte dort auch sterben. Henry Purcell, 1659 bis 1695. Wir hören ein sehr schlichtes Lied von ihm in D-Moll, er. Versucht eure Eindrücke auch immer wieder aufzuschreiben. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber man vergisst es vielleicht im Laufe dieses Videos. Was empfindet ihr bei dem Lied? Was könnt ihr euch vorstellen bei dem Lied? Welchen Tanz kann man sich da eventuell auch vorstellen? Henry Purcell mit dem Stückchen Er war das. Und es geht weiter. Der nächste Komponist war ein Superstar in der damaligen Zeit, vielleicht der erfolgreichste und bestbezahlteste überhaupt. Er hat dann auch schon Deutschland verlassen und ist rüber nach England, um da richtig Kohle zu machen. Ich rede von Georg Friedrich Händel. 1685 in Halle geboren und 1759 in London in England gestorben. 1685, das war auch das Geburtsjahr von Johann Sebastian Bach. Wir wissen es. Johann Sebastian Bach wurde auch 1685 geboren, aber begegnet sind sich die beiden wohl nie. Ja, der Händel war dann auch so ein Star in Amerika und berühmt, dass er sogar britischer Staatsbürger wurde. 1727 wurde er britischer Staatsbürger. Wir hören jetzt ein Lied von ihm, ein Klavierstück. Ich habe extra ein Klavierstück ausgewählt, die Sonatina in D-Moll. Ich verkürze die Stücke mal etwas, damit das Video nicht zu lange wird. Georg Friedrich Händel war das, 1685 geboren und 1759 gestorben. Der nächste Komponist ist relativ unbekannt. Also es würde mich wundern, wenn irgendjemand ihn gekannt hatte, bevor er jetzt dieses Video gesehen hat.
hat. Er heißt Steffen Heller, in Ungarn geboren, ein Pianist und Komponist. Als Komponist nicht ganz so erfolgreich. 1813 in Budapest geboren und 1888 in Paris gestorben. 1813 bis 1888. Sein Klavierstück nennt er Studie in D, also in D-Dur. Steffen Heller, Studie in D-Dur. Und es kommt der nächste Komponist. Georg Philipp Telemann, so heißt unser nächster Komponist. Georg Philipp Telemann wurde 1681 in Magdeburg in Deutschland geboren und ist 1767 in Hamburg gestorben. Ein deutscher Komponist, also doch um einiges älter als zum Beispiel Johann Sebastian Bach, der wann geboren wurde? Richtig, 1685 auch. Und das Stückchen, was ich mir ausgesucht habe von Telemann, nennt sich Fantasia Nummer 11 in S-Dur, überschrieben mit Vivace, das heißt schnell. Fantasia Nummer 11 von Georg Philipp Telemann. Es gibt Klavierbegleitungen, die findet man ganz, ganz oft, zum Beispiel so etwas. Ja, gibt es auch ganz viele Mozart-Sonaten, Alberdi-Bässe. Waren das zum Beispiel, und so hat auch der nächste Komponist ganz viel mit Klavierschülern zu tun, denn diese Stücke werden oft gerne genommen, um sich auf größere Mozart-Werke zu vorzubereiten. Wir reden von Muzio Clementi. Muzio wurde 1752 in Rom geboren und starb in England 1832. Er war ein italienischer Komponist, Pianist, Musikpädagoge und Dirigent, aber er war auch Klavierbauer, hat sich also für Technik interessiert und Musikverleger. Ja, hören wir von ihm ein klassisches Stück, was Millionen von Klavierschülern und Pianisten schon gespielt haben, die Sonatina in C-Dur. Sonatina in C-Dur von Muzio Clementi. Und es geht weiter. Und schon wieder dreht es sich um Volksmusik. Nicht Volksmusik, die in der Schlagerparade im Fernsehen läuft, sondern um die verwurzelte Musik im eigenen Land.
seit vielen Jahrhunderten. Ich rede von Béla Bartók, ein österreichisch-ungarischer Komponist, geboren 1881 und gestorben 1945 in New York, 1881 bis 1945. Er beschäftigte sich sehr mit der Melodik der Volksmusik, Balkan, osteuropäische Volksmusik. Und wenn ihr genau hinhört, merkt ihr das auch bei seinen Liedern. Ich habe versucht, mal eins auszuwählen, wo das ein bisschen rüberkommt. Auch hier würde mich sehr interessieren, was empfindet ihr bei so einem Stück? Béla Bartók, genannt hat er diese Komposition Ein Abend auf dem Lande. Aber vielleicht habt ihr ganz andere Ideen, wenn ihr dieses Stück hört. Nicht immer haben Komponisten und heute berühmte Komponisten ein sehr glückliches und schönes Leben gehabt. Wir haben von Händel gehört, der natürlich schon ein Superstar, ihm ging es gut. Der nächste Komponist ist im Alter ziemlich arm gewesen, konnte ohne die Hilfe seiner Freunde gar nicht überleben und krank, und er starb auch schon im Alter von 39 Jahren. Ich rede von Frédéric Chopin. Er wurde 1810 in Polen geboren, Herzogtum Warschau, und gestorben ist er 1849 in Paris, also 1810 bis 1849. Ja, als Kind galt er als Wunderkind. Er war ein sehr guter Klavierspieler. Sein Vater war Franzose und seine Mutter Polin. Ich habe ein Lied ausgesucht, einen Walzer von Chopin in A-Dur. Den möchte ich für euch spielen. Schon in der Epoche ist nicht immer alles gleichmäßig, mal schneller, mal langsamer. Es variiert. Schreibt doch gerade hier bei der Musik auf, wie ihr die empfindet, was da bei euch rüberkommt. Das war Frédéric Chopin und es geht weiter mit dem nächsten Komponisten. Vor dem Jahre 1700 gab es das Klavier, so wie wir es heute kennen, noch gar nicht in dieser Form. Es gab vor allem das Cembalo, Harpsichord, Clavichord, und dafür wurde vorrangig Klaviermusik komponiert. So auch der nächste Komponist, er hat geführt dieses Cembalo Musik geschrieben, Giuseppe Domenico Scarlatti. 1685 in Neapel geboren und 1757 in Madrid gestorben.
Also die Zahl 1685 ist eine magische Zahl in der Musik. Da sind ganz viele geboren, ne? Der Händel, Bach und jetzt auch noch der Scarlatti. Da muss was Besonderes gewesen sein in diesem Jahr. Also, seine Hauptbedeutung liegt in den Sonaten, die er für Cembalo geschrieben hat. Wir hören ein Stück Sonata in F-Dur von Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti mit einer Sonate. So, offiziell sind wir jetzt eigentlich fertig. Ich möchte aber noch zwei Stücke nachschieben. Ein Lieblingsstück von mir und auch noch ein anderes, wo ihr vielleicht sogar den Komponisten erraten könnt. Also ich sage den Komponisten bewusst nicht. Ihr hört euch die Musik an und versucht vielleicht sogar die Musik zu bestimmen oder zu erraten und den Komponisten vor allem auch vielleicht rauszufinden. Aufgeteilt in viele Teile. Ich spiele auch noch den letzten Teil von diesem Stück, den letzten Satz. Den dürftet ihr kennen. Was habt ihr für ein Gefühl? Könnt ihr die Musik zuordnen? Ich mache das Buch mal zu, dann sieht man es. Mozart. Ja, Wolfgang Amadeus Mozart. Rondo alla Turca hieß das letzte Stück. Und kommen wir jetzt zum letzten Stück in dieser Lektion Musikunterricht mit Herrn Müller. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß eigentlich schon, was jetzt eigentlich nur kommen kann. Das war unsere Lektion über die Epochen, Musikgeschichte, die Komponisten und ihre Musik. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Gerade bei dieser Lektion würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Schreibt hinein, wie ihr die Musik empfindet, was ihr zu welchem Musikstück empfindet oder was ihr da rein interpretieren könnt.
Das wäre super, hilft auch anderen weiter. Das Ganze ruhig anonym. Der Name spielt da gar nicht so die große Rolle. Hauptsache, wir können uns etwas austauschen. Ja, bleib mir treu und bis zum nächsten Video. Ciao. Ups, noch ein kleiner Nachtrag. Die ganze Zeit steht dieser junge Mann hier auf meinem Flügel und ja, ich habe ihn nicht vorgestellt, werde es auch nicht tun. Vielleicht findet ihr heraus, wer das ist, wer das sein soll und schreibt das auch einfach in die Kommentare unten hinein. So, aber jetzt mache ich wirklich Schluss mit dieser Lektion. Tschüss.